Heute werden wir in die gesamte Geschichte der Bibel eintauchen, vom Alten bis zum Neuen Testament, von Adam im Garten Eden bis zum letzten Erbe der Jünger Jesu. Wenn Sie sich dieses Video zu Ende angesehen haben, wird sich Ihre Sicht auf die Heiligen Schriften verändern. Ihre Liebe zum Wort Gottes wird noch mehr wachsen. Aber denken Sie daran, dass diese Veränderung nur dann eintreten wird, wenn Sie ein offenes Herz für die Annahme göttlicher Lehren haben. Wenn Sie die Bibel schon immer als schwer verständlich empfunden haben, hilft Ihnen dieses Video dabei, Ihre Zweifel auszuräumen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie aus dieser Erfahrung gestärkt im Glauben hervorgehen werden. Lass uns gehen. Bevor die Zeit gemessen wurde, existierte nur Gott, ewig in seinem Wesen, ohne Anfang, da er der Anfang von allem ist. Er ist nicht erschaffen, sondern der Schöpfer aller Dinge. Er ist die Quelle aller Existenz, der Architekt der Unendlichkeit. Die Ewigkeit, eine einzigartige Eigenschaft Gottes, kennzeichnet seine Auszeichnung. Zu Beginn der Schöpfung formte Gott Himmel und Erde, und auf dem Höhepunkt dieses Werkes, am sechsten Tag, erschuf er den Menschen nach seinem Bild, das sein Wesen widerspiegelte, und aus dem Mann formte er die Frau. Adam und Eva, zur Vollkommenheit geformt, rein und frei von Schuldgefühlen, genossen ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Göttlichen und hatten die Aufgabe, sich um den Garten, den himmlischen Bereich auf Erden, zu kümmern. Sie erlagen jedoch der Sünde und zogen die gesamte Menschheit in einen Abgrund tiefer Korruption, denn in Adam haben wir alle versagt. Aus diesem tragischen Anfang wurden Kain und Abel geboren, und von Eifersucht getrieben, beging Kain den ersten Mord und Brudermord und markierte damit die Geschichte mit dem Makel des Bösen. Nach dem Sündenfall wurden Adam und Eva mit einem weiteren Sohn, Seth, gesegnet, aus dem eine treue Linie hervorging, die sich Gott zuwandte. Doch bald war das Land von Ungerechtigkeit und Gewalt durchdrungen. Gott war entschlossen, seine Schöpfung zu reinigen und plante, die Wesen, die er geschaffen hatte, zu vernichten. Doch Noah, ein tugendhafter Mann, fand Gnade in den Augen des Herrn. Durch die Flut kam ein göttliches Gericht über die Erde, aber Noah, seine Frau, seine drei Söhne Sem, Ham und Japhet, sowie ihre Gefährten wurden in einer von ihren eigenen Händen gebauten Arche bewahrt. Durch Noahs Söhne ließ Gott die Bevölkerung der Erde neu entstehen und legte den Grundstein für zukünftige Nationen. Aus Sem entstanden die semitischen Völker, aus Ham diejenigen aus afrikanischen und asiatischen Regionen und aus Japhet diejenigen aus europäischen Gebieten. In einem entscheidenden Schritt wählte Gott eine Familie aus, um die Nation zu gründen, durch die der verheißene Messias in die Welt kommen würde. Er rief Abraham aus Ur der Chaldäer, der, nachdem er sein Heimatland und seine Verwandten verlassen hatte, eine Reise des Glaubens antrat und Altäre zu Ehren Gottes errichtete, wohin er auch ging. Begleitet von seinem Neffen Lot, der später der Stammvater der Ammoniter und Moabiter werden sollte, folgte Abraham dem göttlichen Ruf und ebnete den Weg für die Bildung eines auserwählten Volkes. Als Abraham Haran verließ, war er 75 Jahre alt. Damals gab Gott ihm ein Versprechen. Er würde einen Sohn haben, den Sohn der Verheißung, und Patriarch einer großen Nation werden, durch die alle Familien auf der Erde gesegnet würden. Abraham wartete 11 Jahre, aber die göttliche Verheißung hatte sich noch nicht erfüllt. Angesichts der Verzögerung zweifelte seine Frau Sarah daran, dass sie noch Mutter werden könnte, und gab Abraham ihre Dienerin Hagar, mit der er Ismael zur Welt brachte. Ismael wurde zum Stammvater einer großen Nation, des arabischen Volkes, das von einer Geschichte der Rivalität mit dem Volk Israel geprägt war. Im Alter von 99 Jahren erschien Gott Abraham und wies ihn an, sein Zelt zu verlassen, um die Sterne zu betrachten, und versprach, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie sie und der Sand des Meeres. Gott offenbarte auch, dass seinen Nachkommen eine 430-jährige Zeit der Sklaverei bevorstehen würde. In diesem Moment änderte Gott den Namen Abrahams von »Großer Vater« in »Vater vieler Nationen«, selbst als der versprochene Sohn noch nicht angekommen war.
Abraham war 100 Jahre alt und Sarah 90 Jahre alt, als Isaak geboren wurde und damit das göttliche Versprechen erfüllte. Isaak wiederum heiratete Rebekka, die zunächst unfruchtbar war. Nach 20 Jahren des Gebets empfing Rebekka die Zwillinge Esau und Jakob und brachte sie zur Welt. Damit führte sie die versprochene Linie fort. Esau brachte die Edomiter hervor, während Jakob, der seinen Glauben annahm, den Namen Israel erhielt, der Patriarch der Israeliten wurde. Jakob hatte 12 Söhne und eine Tochter. Durch Josef, seinen vorletzten Sohn, wagte sich Jakobs Familie, die zunächst aus 70 Seelen bestand, nach Ägypten. Sie ließen sich im fruchtbaren Land Goschen nieder, wo ihre Nachkommen im Laufe von 400 Jahren eine bemerkenswerte Blüte erlebten. Nach diesen Jahrhunderten traten in Ägypten unter der Führung von Moses etwa 2 Millionen Menschen, 600.000 Männer sowie Frauen und Kinder, die Reise zurück in das gelobte Land an. Eine Reise, die eigentlich nur 3 Monate dauern sollte, dauerte aufgrund des Unglaubens der Menschen 40 Jahre. Von den 12 Spionen, die ausgesandt wurden, um das Land zu erkunden, kehrten 10 unmotiviert zurück, verbreiteten Angst und Auflehnung gegen Gott und Moses und verglichen sich mit Heuschrecken vor den Riesen des Landes. Als Strafe für ihren mangelnden Glauben beschloss Gott, dass nur Josua und Kaleb, die treuen Kundschafter, das gelobte Land betreten sollten. 4 Jahrzehnte lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ein Jahr für jeden Tag, an dem sie das Land erkundeten, und verwandelten es in das größte Freiluftgrab für die Generation, die Ägypten verließ, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Nach dieser langen Pilgerreise folgten Jahre der Eroberungen unter der Führung Josuas, obwohl noch viele Länder beansprucht werden mussten. Josua, der Schüler Moses, führte das Volk Israel in das gelobte Land, einem göttlichen Ruf folgend und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet. Nach seinem Tod begann eine ausgedehnte Periode von 330 Jahren unter einer Theokratie, die als Ära der Richter bekannt ist. Dies war eine Zeit, die von geistiger Instabilität und einer Reihe von Höhen und Tiefen in der Entwicklung Israels geprägt war, in der die Menschen oft in die Irre gingen und den Impulsen ihres Herzens folgten, was zur Unterdrückung durch verschiedene Feinde führte. In dieser Zeit erweckte Gott namhafte Führer wie Gideon, Jephtha, Simson und Samuel, die sich erhoben, um das Volk zu befreien und zu führen. Der Ablauf dieser Ära war die Gründung der Monarchie. Beeinflusst durch das Beispiel benachbarter Nationen, schrie Israel nach einem König und lehnte Gottes direkte Herrschaft ab. Samuel, der letzte der Richter, salbte Saul zum ersten König Israels. Saul, dessen Herrschaft 40 Jahre dauerte, begann seine Herrschaft in Demut, verfiel aber nach und nach in Arroganz, Grausamkeit, Ungehorsam und Abfall vom Glauben. Nach Saul bestieg David ebenfalls für 40 Jahre den Thron und verlegte die Hauptstadt nach Jerusalem. Seine Regierungszeit war von Erfolg geprägt. David stärkte das Königreich, erweiterte seine Grenzen, besiegte Feinde und pflegte eine enge Beziehung zu Gott. Obwohl er schwerwiegende Fehler begangen hatte, garantierte ihm seine aufrichtige Reue die göttliche Vergebung. Davids Abstammung wurde mit der Verheißung des Messias gesegnet. Davids Sohn Salomo folgte ihm als König nach und regierte 40 Jahre lang. Er betete um Weisheit, und Gott gewährte ihm sowohl Weisheit als auch Reichtum, wodurch er zu seiner Zeit berühmt wurde. Salomo baute den majestätischen Tempel von Jerusalem und genoss eine friedliche Herrschaft, was das Erbe Israels weiter festigte. Die Vielzahl seiner Frauen lenkte jedoch Salomos Herz ab und verleitete ihn zu götzendienerischen Praktiken. Erst im Alter wandte sich Salomo wieder an Gott und bereute aufrichtig seine Sünden. So waren die 120 Jahre des Vereinigten Königreichs unter Saul, David und Salomo von einzigartigen Herausforderungen geprägt. Saul wurde in die Hexerei verwickelt, David beging Ehebruch und Salomo geriet in die Schlingen des Götzendienstes. Gott verlieh den Wünschen des Volkes Könige, aber rücksichtslose Entscheidungen hatten harte Konsequenzen.
Nach Salomos Tod zerfiel das Königreich, weil sein Sohn Rehabeam sich weigerte, den Forderungen der Bevölkerung nach einer Senkung der hohen Steuern nachzukommen. Die Pracht und Opulenz der Herrschaft Salomos, die auf Kosten der erschöpfenden Bemühungen der Arbeiter aufrechterhalten wurde, waren der Auslöser für einen Aufschrei nach Veränderung. Rehabeams Unnachgiebigkeit führte dazu, dass 10 der 12 Stämme gegen ihn rebellierten, Jerobeam Ebenet zu ihrem Anführer wählten und das Nordreich mit Samaria als Hauptstadt gründeten. Dieses Königreich dauerte 209 Jahre und hatte 19 Könige aus 8 verschiedenen Dynastien, die alle von der Rechtschaffenheit abwichen und in die Fußstapfen von Jerobeam Ebenet traten, der den Glauben für seine eigenen politischen Zwecke manipulierte. Aus Angst, dass die religiöse Loyalität gegenüber Jerusalem die politischen Beziehungen zu den Königen stärken könnte von Juda. Jerobeam beschloss, in Bethel, Gilgal und Beersheba im Nordreich Tempel zu errichten, wo er goldene Kälber aufstellte und die Menschen ermutigte, sie anzubeten, als wären sie eine Darstellung Gottes. Alle 19 Könige, die im Norden folgten, folgten demselben Weg der Gottlosigkeit und des Bösen, ohne das wahre Antlitz des Herrn zu suchen. In dieser Zeit der Abweichung erweckte der Herr Propheten wie Amos, Hosea und Micha, die sich mutig den moralischen und spirituellen Schwächen der Nation entgegenstellten. Sie forderten alles heraus, von königlichen Autoritäten über Söldnerpriester bis hin zu falschen Propheten, die die Wahrheit zum persönlichen Vorteil verfälschten. Diese Männer Gottes prangerten die Korruption an, die alle Ebenen der Gesellschaft durchdrang, von der Regierung bis hin zu unlauteren Geschäftspraktiken, und forderten eine Rückkehr zur Gerechtigkeit. Ihre Warnungen wurden jedoch größtenteils ignoriert. Unter Ahabs Herrschaft und unter dem Einfluss seiner Frau Isabel verbreitete sich die Verehrung des Gottes Baal in ganz Israel und verbreitete eine falsche Vorstellung von Wohlstand. Damals erschien Elia, stellte diesen heidnischen Glauben in Frage und demonstrierte die Machtlosigkeit der verehrten Götzen. Nach Elia setzte Elisa das Werk fort und vollbrachte bemerkenswerte Taten, aber dennoch wandte sich Israel nicht an Gott. Als Folge ihrer anhaltenden Rebellion erlaubte Gott, dass Assyrien, ein kriegerisches und rücksichtsloses Reich, als Instrument seines Zorns gegen Israel diente. Assyrien, bekannt für seine Brutalität und die Ausübung von Gräueltaten gegen besiegte Völker, hinterließ überall eine Spur der Zerstörung, ein Beweis für das strenge göttliche Urteil über die Nation, die von ihren Wegen abkam. Nachdem König Sargon II. Die Menschen im Norden gefangen genommen und in die Gefangenschaft geführt hatte, führte er eine Umsiedlungspolitik durch und brachte verschiedene Völker in das Land Israel, was zu einer weit verbreiteten Fehlgenerierung führte. Diese Strategie zielte darauf ab, den nationalen Zusammenhalt und die nationale Identität zu schwächen und so die Samariter zu schaffen, eine gemischte ethnische Gruppe, die zu Rivalen des Volkes von Juda wurde. Das Südreich, bestehend aus den Stämmen Benjamin und Juda, wurde von 20 Königen regiert, unter denen sich Asa, Josaphat, Hiskia, Jotham, Usia, Joas und Josia durch ihre Frömmigkeit auszeichneten. Während der Herrschaft dieser frommen Führer erlebte das Königreich Wohlstand und Wachstum in allen Lebensbereichen. Um die versprochene Abstammung des Messias aus dem Hause David zu gewährleisten, wurde das Südreich unter einer einzigen Dynastie gehalten. Gott sprach zum Volk von Juda durch Propheten wie Jesaja, Micha, Joel, Zephania und Jeremia. Trotz dieser Warnungen verfiel die Nation in Korruption und ignorierte göttliche Rufe. Infolgedessen disziplinierte Gott sein Volk und erlaubte der babylonischen Armee, es zu unterwerfen. Damit geriet Juda in babylonische Gefangenschaft und markierte damit das Ende seiner 345-jährigen Herrschaft. Nebukadnezar fiel in Jerusalem ein, zerstörte den Tempel und verbannte die Bevölkerung und erfüllte damit die Prophezeiung von 70 Jahren Gefangenschaft, die Gott Jeremia offenbart hatte. Während des Exils wurde der Götzendienst aufgegeben und Synagogen entstanden als Zentren der Anbetung und des Lehrens.
Propheten wie Jeremia, Hesekiel und Daniel wurden von Gott erweckt, um die Menschen in dieser Zeit zu führen. Nach Ablauf der festgelegten Zeit und mit dem Fall Babylons an das Medo-Persische Reich erlaubte Kyros der Große, wie 200 Jahre vor seiner Geburt prophezeite, den Juden die Rückkehr nach Kanaan. Die Rückkehr erfolgte in drei Phasen: unter der Führung von Serubbabel, um den Tempel wieder aufzubauen, von Esra, um die Lehre des Gesetzes wiederherzustellen, und von Nehemia, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen und die politische und spirituelle Struktur der Nation neu zu organisieren. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft erlebten die Juden Schwierigkeiten, als sie mit dem Wiederaufbau des Tempels begannen. Zunächst schlugen die Samariter mit versteckten Absichten ein Bündnis in dem Werk vor, das auf dessen Destabilisierung abzielte. Angesichts der Weigerung der Juden begannen die Samariter, sie einzuschüchtern, und schrieben später an König Artaxerxes, indem sie die Juden der Rebellion gegen das Medo-Persische Reich beschuldigten. Diese Anschuldigung führte dazu, dass die Arbeiten am Tempel für etwa 20 Jahre eingestellt wurden. In dieser Zeit ließ der Eifer für das Haus Gottes nach, und die Menschen wandten sich der Verbesserung ihrer eigenen Häuser zu und vernachlässigten den zerstörten Tempel. In diesem Kontext der Entmutigung erweckte Gott die Propheten Haggai und Zacharia, deren Ermahnungen das Volk dazu motivierten, Buße zu tun und die Arbeit mit neuem Enthusiasmus fortzusetzen. Diese spirituelle Wiederbelebung gipfelte in der Wiederherstellung nicht nur des Tempels, sondern auch der Familien- und Priesterstrukturen und markierte eine vollständige Rückkehr zur Hingabe an Gott. Etwa ein Jahrhundert später trat jedoch eine neue Generation hervor, deren Verhalten sich erneut von göttlichen Geboten distanzierte. Obwohl sie an der Praxis festhielten, in den Tempel zu gehen und Opfer zu bringen, entehrten die Opfernden Gott, indem sie unvollkommene Tiere für das Brandopfer darbrachten und die heiligen Gebote mit Verachtung behandelten. Korruption unterwanderte die Priester, die es versäumten, die Menschen im Wort Gottes zu unterrichten, was zu einem tiefgreifenden moralischen und spirituellen Verfall führte. Die Missachtung der Institutionen der Ehe hat zu einer Zunahme der Scheidungen geführt, was den Verlust des Glaubens an die göttliche Gerechtigkeit widerspiegelt. Diese Lockerung der religiösen Praktiken, einschließlich der Rückgabe des Zehnten, zeugte von einer oberflächlichen Beziehung zum Tempel und distanzierte die Menschen von der wahren Gemeinschaft mit Gott. In dieser Zeit des geistlichen Niedergangs erweckte Gott den Propheten Maleachi, um das Volk zur Umkehr aufzurufen, und markierte damit den Abschluss des Alten Testaments, 400 Jahre vor der Geburt Christi. Nach Maleachi begann eine Ära von 4 Jahrhunderten, die als interbiblische Periode oder prophetisches Schweigen bekannt ist und in der es in den hebräischen Schriften keine prophetischen Manifestationen gab. Während dieses Interregnums wurden nicht kanonische historische und religiöse Texte, sogenannte apokryphe Bücher, zusammengestellt. Das Alte Testament wurde auch aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt, wodurch die als Septuaginta bekannte Version entstand, die die Verbreitung der Heiligen Schrift erleichterte. Das Medo-Persische Reich erlag der griechischen Macht unter der Führung Alexanders des Großen, der nach gewaltigen Eroberungen im Alter von 33 Jahren vorzeitig verstarb. Sein Tod löste die Aufteilung seines Reiches zwischen seinen vier Generälen aus, wobei die Königreiche der Ptolemäer in Ägypten und der Seleukiden in Syrien hervortraten, die beide abwechselnd die Herrschaft über Israel ausübten. Antiochos Epiphanes, einer der seleukidischen Herrscher, beging eine der größten Beleidigungen des Judentums, indem er ein Schwein auf dem Altar des Tempels in Jerusalem opferte und damit den Aufstand der Makkabäer auslöste. Unter der Führung von Judas Makkabäus führten die Juden einen erbitterten Unabhängigkeitskampf, der in einem bedeutenden Sieg gegen die Seleukiden gipfelte.
Schließlich eroberte Pompeius, ein römischer Feldherr, im Jahr 63 vor Christus Jerusalem und Israel wurde vom Römischen Reich unterworfen. Diese neue Herrschaft bereitete die Bühne für die im Neuen Testament aufgezeichneten Ereignisse und bereitete den Boden für die Ankunft des versprochenen Messias und die anschließende Ausbreitung des Christentums. Unter römischer Herrschaft bestieg Herodes, bekannt als der Große, den Thron und zeichnete sich als effizienter Verwalter aus. Er führte bedeutende Bauwerke durch, wie die Erweiterung und Verschönerung des Tempels in Jerusalem, den Bau des Hafens von Caesarea, wichtig für den internationalen Handel und die Verbreitung des Christentums, sowie die Festung Masada und zahlreiche Paläste und Befestigungsanlagen. Allerdings war Herodes auch ein Mann, der von tiefer Unsicherheit und gewalttätigen Tendenzen geprägt war. Die ständige Angst vor einem Machtverlust veranlasste ihn zu zahlreichen brutalen Taten. Herodes heiratete 10-mal und hatte viele Kinder. Seine Verbindung mit Mariana, einer Adligen, war gekennzeichnet durch das Massaker an allen Adligen seiner Familie, motiviert durch die Angst, abgesetzt zu werden. Auf Wunsch seiner Schwiegermutter ernannte er seinen erst 17-jährigen Neffen Arolo zum Hohepriester von Jerusalem, erkannte jedoch die wachsende Beliebtheit des jungen Mannes und beschloss, ihn zu eliminieren. Aus Angst um ihr Leben floh die Schwiegermutter nach Ägypten, wurde aber von den Abgesandten des Herodes verfolgt und hingerichtet. Bevor Caesar Augustus wegen seiner Gräueltaten nach Rom gerufen wurde, befahl Herodes die Ermordung Marianas, da er eine Verschwörung während seiner Abwesenheit befürchtete. Später schickte er zwei seiner Söhne zum Studium nach Rom auf Anraten seiner Schwester Salome, von der er glaubte, dass sie besser auf den Thron vorbereitet wäre. Doch von Misstrauen beherrscht, ließ Herodes seine eigenen Kinder erwürgen. Vor seinem Tod ließ er Salome schwören, dass sie einen Adligen aus jeder Familie in Jerusalem töten würde, um sicherzustellen, dass ihre Beerdigung von einer breiten Trauer geprägt sein würde. Derselbe Herodes war zutiefst beunruhigt über die Nachricht der Magier aus dem Osten über die Geburt eines Jungen in Bethlehem in Judäa, der König von Israel werden sollte, und offenbarte das Ausmaß seiner Paranoia und seiner Angst, die Kontrolle zu verlieren. Nach dem Tod von Herodes dem Großen, etwa 4 vor Christus, wurde sein riesiges Königreich unter 4 seiner Söhne aufgeteilt. Archelaus, einer dieser Erben, übernahm die Kontrolle über Judäa, Samaria und Edom, erwies sich jedoch als katastrophaler Herrscher. Die Unzufriedenheit der Juden mit seiner Herrschaft veranlasste sie, bei Rom um seine Absetzung zu bitten. Als Reaktion auf die turbulenten Zustände in Judäa ernannten die Römer einen Prokurator, der die Region direkt verwalten sollte, und errichteten so eine direkte römische Herrschaft, wobei Pilatus als einer dieser Gouverneure fungierte. In diesem Szenario der Unordnung und Unterdrückung unter dem Joch der Herodianer und der römischen Herrschaft entstand eine beispiellose Sehnsucht nach politischer Befreiung und spiritueller Erlösung. In diesem historischen Kontext, der als Fülle der Zeiten bekannt ist, wurde Jesus in Bethlehem in Judäa geboren und erfüllte damit alte biblische Prophezeiungen. Das ewige Wort wurde Fleisch und lebte unter der Menschheit und brachte Gnade und Wahrheit. Er erlebte den Zustand des Menschen in seiner Gesamtheit, teilte unsere Freuden und Leiden, ernährte sich wie wir und opferte sich schließlich selbst, trug die Sünden der Welt am Kreuz und stand zu unserer Rechtfertigung wieder auf. Das Zusammentreffen hellenischer und römischer Kulturen sowie das jüdische Erbe bildeten einen einzigartigen Rahmen für die Ankunft des Messias. Der griechische Einfluss erleichterte die Verbreitung des Evangeliums durch eine gemeinsame Sprache, während die römische Herrschaft eine politische und soziale Struktur beisteuerte, die paradoxerweise die Voraussetzungen für die Verbreitung der christlichen Botschaft bereitete. Als Jesus in die Welt kam, befand sich Palästina also unter römischer Herrschaft und war bereit, Zeuge der Geburt einer neuen Ära zu werden.
Angesichts der Bedrohung durch die Verfolgung durch Herodes, den Großen flüchteten Josef und Maria mit dem Jesuskind nach Ägypten und blieben dort bis zum Tod des Tyrannenkönigs. Nach Herodes Tod kehrte die Familie aus dem Exil zurück und ließ sich wieder in Nazareth nieder, wo sie zuvor gelebt hatte. In dieser Stadt wuchs Jesus auf und verbrachte dort den größten Teil seiner Kindheit und Jugend. Bekannt wurde er als Sohn eines Zimmermanns. Im Alter von 30 Jahren begann Jesus seinen öffentlichen Dienst, der zunächst durch die Taufe im Wasser des Jordan durch Johannes den Täufer gekennzeichnet war. Dieser Akt symbolisierte seine Identifikation mit den Sündern, zu deren Erlösung er gekommen war. Während der Taufe, während er betete, öffneten sich die Himmel und Gott, der Vater, verkündete seine Zuneigung zu Jesus, indem er sagte: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." Während der Heilige Geist in Form von Jesus auf ihn herabkam, eine Taube, die ihm die Kraft verleiht, seine Mission zu beginnen. Bald darauf wurde er vom Geist in die Wüste geführt, wo er 40 Tage und Nächte lang fastete und dreimal vom Teufel in Versuchung geführt wurde. In allen Fällen widerstand Jesus den Versuchungen, indem er sich auf das Wort Gottes stützte und zeigte damit, dass der Teufel, wenn es ihm gelang, den ersten Menschen in Eden zu täuschen, bei der Konfrontation mit dem zweiten Adam in der Wüste scheiterte. Nachdem er die Prüfungen in der Wüste überstanden hatte, machte sich Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, auf den Weg nach Galiläa und kehrte nach Nazareth zurück, wo er aufgewachsen war. In einem seiner ersten öffentlichen Auftritte betrat er die Synagoge, las die Schriftrolle aus dem Buch Jesaja und verkündete die Erfüllung der Prophezeiung, die seine Salbung zum Predigen guter Nachrichten, zum Heilen von Krankheiten und zur Freilassung von Gefangenen verkündete. Während seines Wirkens wählte Jesus 12 Männer zu seinen Aposteln und widmete sich intensiv ihrer Ausbildung und Jüngerschaft. Er reiste durch weite Gebiete wie Galiläa, Perea, Samaria und Judäa und überbrachte seine Botschaft der Hoffnung und Erlösung. Er predigte in Städten, Dörfern und auf offenen Feldern, in Synagogen, im Tempel, draußen am Meer und sogar in Häusern und erreichte Menschenmengen und kleinere Gruppen mit seinen Worten des ewigen Lebens. Jesus bereiste die Welt und vollbrachte zahllose Taten der Güte, indem er Menschen befreite, die von spirituellen Übeln betroffen waren, Krankheiten heilte, Hunger stillte, Blinden das Augenlicht zurückgab, Gelähmte gehen ließ, Tauben hören ließ, Aussätzige reinigte, von Dämonen Besessene befreite und sogar Tote auferweckte. Er war die höchste Manifestation Gottes unter den Menschen, bekannt als Immanuel, was Gott mit uns bedeutet, die fleischgewordene Göttlichkeit. Seine Mission war von Anfang an klar definiert: geboren zu werden, um im Namen aller, die der Vater ihm anvertraut hat, dem Tod ins Auge zu sehen und zu sterben, damit wir Leben haben können. Der Apostel Paulus betont, dass Christus gemäß der Heiligen Schrift für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden ist, ebenfalls gemäß der Heiligen Schrift. Sein Tod war kein zufälliges Ereignis und seine Auferstehung kam nicht unerwartet. Jesus widersetzte sich allen teuflischen Versuchen, ihn von seinem Opfer abzubringen, und ging mit der Entschlossenheit eines Königs, der seine Krone erobert, auf das Kreuz zu. Am Kreuz besiegte er die Mächte des Bösen, vollendete das Erlösungswerk und befreite uns durch seinen Tod. Der Tod konnte ihn nicht halten. Am dritten Tag stand er wieder auf und sicherte so unsere Rechtfertigung. Vor seiner Himmelfahrt wies Jesus seine Jünger an, in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters zu warten, um vom Heiligen Geist mit Kraft bekleidet zu werden. Er skizzierte die Missionsstrategie, die sie verfolgen würden und die sich von Jerusalem in alle Teile der Welt erstrecken würde. Nach Pfingsten erlebte die Kirche in Jerusalem ein phänomenales Wachstum und es kamen immer wieder Scharen hinzu. Lukas berichtet von der anfänglichen Ausbreitung der Kirche bis zu dem Moment, als eine von Gott zugelassene Verfolgung die Gläubigen zerstreute und das Wort überall verbreitete, obwohl sie noch auf Judäa beschränkt war. So kam Philippus nach Samaria,
überwand alte Barrieren der Feindschaft und predigte das Evangelium mit großer Kraft, zur Freude der Menschen, die Zeuge der Wunder waren, die Gott durch ihn vollbrachte. Mit der Ankunft der Apostel Petrus und Johannes empfingen auch die Samariter den Heiligen Geist. Was einen bedeutenden Fortschritt in der Mission der frühen Kirche darstellte, allen Nationen die gute Nachricht zu bringen. Die Verbreitung des Evangeliums durchbrach die geografischen Grenzen Israels, insbesondere nach der bemerkenswerten Bekehrung von Saulus von Tarsus, einem leidenschaftlichen Verfolger der Kirche, auf seiner Reise nach Damaskus. Dieses Ereignis markierte den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der christlichen Kirche, in der sich die Heidenkirche im syrischen Antiochia zu einem bahnbrechenden Zentrum für interkulturelle Missionen entwickelte. Von Antiochia aus starteten Barnabas und Saulus, später bekannt als Paulus, die erste Missionsreise, reisten durch Regionen Galatiens und besuchten Städte wie Perge, Derbe, Ikonium und Lystra. In diesen Gebieten gründeten sie Kirchen und ernannten Leiter und festigten so die Grundlagen für eine nachhaltige christliche Expansion. Auf der zweiten Missionsreise reiste Paulus in Begleitung von Silas in die Provinzen Mazedonien und Achaia und gründete Gemeinden an wichtigen Orten wie Philippi, Thessaloniki, Beröa und Korinth. Während dieser Zeit pflegte Paulus einen regen Briefwechsel mit den von ihm gegründeten Gemeinden, was zu den Briefen an die Galater, die Korinther und die Thessalonicher führte. Auf seiner dritten Missionsreise konzentrierte sich Paulus auf Kleinasien, wo er 3 Jahre in Ephesus verbrachte, einer Stadt von bedeutender Bedeutung und kultureller Vielfalt. Ephesus zeichnete sich nicht nur durch seine über 300.000 Einwohner aus, sondern auch durch den Tempel der Diana, eines der 7 Weltwunder der Antike. Während seines Aufenthalts schrieb Paulus nicht nur Briefe an die Kirche in Korinth, sondern ermöglichte auch die Gründung von Kirchen in der gesamten Provinz, darunter Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, Kolossee und Hierapolis. Inmitten einer Hungersnot unter der Herrschaft von Kaiser Claudius, in der auch Juden aus Rom vertrieben wurden, organisierte Paulus eine bedeutende Spendensammlung unter nichtjüdischen Kirchen, um den Bedürftigen in Judäa zu helfen. Obwohl er gewarnt wurde, dass ihn Ketten und Schwierigkeiten erwarteten, blieb er standhaft in seiner Verpflichtung, das Evangelium der Gnade Gottes zu verkünden und demonstrierte eine unerschütterliche Hingabe an seine göttliche Mission. Bevor er nach Jerusalem aufbrach, verfasste Paulus sein umfangreichstes Werk, den Brief an die Römer, in dem er seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, die Hauptstadt des Reiches zu besuchen und mit Unterstützung der römischen Kirche seine Mission auf Spanien auszudehnen. Obwohl Paulus den Bedürftigen in Judäa erhebliche finanzielle Hilfe leistete, wurde er in Jerusalem verhaftet. Später wurde er nach Caesarea versetzt, wo er unter der Verwaltung der Statthalter Felix und Festus 2 Jahre lang mit Anschuldigungen konfrontiert wurde. Angesichts der Neigung von Festus, ihn dem Sanhedrin zu übergeben, der seinen Tod plante, berief sich Paulus auf seine Rechte als römischer Bürger und beantragte, in Rom vor Gericht gestellt zu werden. Die Reise nach Rom war von einem katastrophalen Schiffbruch geprägt, aber wie durch ein Wunder wurden alle an Bord gerettet und erfüllten damit ein göttliches Versprechen an Paulus. Auf der Insel Malta erlitt Paulus nach dem Biss einer Viper keinen Schaden, ein Beweis für die schützende Macht Gottes. Noch auf der Insel führte er Kuren unter den Bewohnern durch, was zu einer großzügigen Behandlung durch die Malteser führte, die ihm alles Nötige für die Fortsetzung seiner Reise nach Rom zur Verfügung stellten. In Rom lebte Paulus 2 Jahre lang unter Hausarrest in einem gemieteten Haus, wo er Gelegenheit hatte, die Prätorianergarde zu evangelisieren und Gläubige zu ermutigen. In dieser Zeit widmete er sich auch der Korrespondenz und schrieb Briefe an die Epheser, Philipper, Kolosser und Philemon. Diese Briefe voller theologischer Lehren und praktischer Ratschläge wurden zu entscheidenden Bestandteilen des Neuen Testaments und spiegelten Paulus'
unermüdlichen Einsatz für den Dienst des Evangeliums wieder, selbst unter widrigen Umständen. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis widmete sich Paulus dem Schreiben des ersten Briefes an Timotheus und des Briefes an Titus, um diese Leiter in christlichen Gemeinschaften zu stärken und anzuleiten. Doch ab dem Jahr 64 nahm die Christenverfolgung in Rom unter der Regierung Neros einen überwiegend politischen Charakter an. Paulus wurde erneut verhaftet und in einem Kerker eingesperrt, Bedingungen, die äußerst widrig waren. Am 17. Juli 64 kam es in Rom zu einem verheerenden Brand, der innerhalb von 7 Nächten und 6 Tagen einen Großteil der Stadt zerstörte. Nero nutzte die Katastrophe als Vorwand und schob die Schuld fälschlicherweise den Christen zu, was eine der brutalsten Verfolgungen in der Geschichte auslöste. Christen waren schrecklicher Folter ausgesetzt, darunter Massenkreuzigungen und nächtlichen Hinrichtungen, und dienten als menschliche Fackeln, um die Stadt zu erhellen. Während seiner zweiten Gefangenschaft schrieb Paulus seinen zweiten Brief an Timotheus, seinen letzten Brief, in dem er über sein bevorstehendes Martyrium nachdachte und seine hoffnungsvolle Erwartung auf die Krone der Gerechtigkeit zum Ausdruck brachte. Um das Jahr 67 wurde der Apostel Paulus hingerichtet und hinterließ ein unermessliches Erbe für zukünftige Generationen. Das über einen Zeitraum von 50 Jahren verfasste Neue Testament umfasst 4 Evangelien, von denen 3 synoptisch sind, Matthäus, Markus und Lukas, und komplementäre Perspektiven auf das Leben und Wirken Jesu bieten. Matthäus hebt Jesus als den König der Juden hervor und präsentiert ein Evangelium voller Bezüge zum Alten Testament, das sich in erster Linie an ein jüdisches Publikum richtet. Markus wiederum stellt Jesus als den Diener dar, mit besonderem Fokus auf seine Werke und unter Berücksichtigung des römischen Kontextes. Lukas, ein nicht-jüdischer Arzt, betont Jesus als Menschensohn, hebt seine vollkommene Menschlichkeit, sein Gebetsleben und seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes hervor und bietet eine detaillierte und leicht verständliche Erzählung für ein griechisches Publikum. Diese Dokumente, reich an Lehren und Geschichten, bilden die Grundlage des christlichen Glaubens und beeinflussen weiterhin Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Am Ende des 1. Jahrhunderts verfasste der Apostel Johannes sein Evangelium als Kontrapunkt zum Gnostizismus, einer Häresie, die gleichzeitig die Göttlichkeit und Menschlichkeit Christi leugnete. Durch einen einzigartigen Ansatz betonte Johannes sowohl die Göttlichkeit als auch die Menschlichkeit Jesu und wählte sorgfältig 7 Wunder und 7 Ich Bin-Aussagen aus, um unmissverständlich zu bestätigen, dass Jesus der menschgewordene Gott ist. Neben dem Johannesevangelium enthält das Neue Testament die Apostelgeschichte, die den Ursprung und die Ausbreitung der frühen Kirche von Pfingsten bis zu ihrer Ausbreitung nach Rom dokumentiert und die zentrale Rolle der Kirchen in Jerusalem, Antiochia und Ephesus hervorhebt und erreichte die Provinzen Galatien, Mazedonien, Achaia und Kleinasien. Die Apostelgeschichte ist ein Buch ohne definierten Abschluss, das symbolisiert, dass sich die Geschichte der Kirche kontinuierlich weiterentwickelt, wobei die heutigen Gläubigen Erben und Fortsetzer dieser Entwicklung sind, die zu Pfingsten begann. Der Korpus der Briefe des Paulus, die an christliche Gemeinden in Rom, Galatien, Ephesus, Philippi, Kolossä und Thessaloniki gerichtet sind, sowie seine persönlichen Briefe an Timotheus, Titus und Philemon, bilden einen wichtigen Abschnitt des Neuen Testaments und bieten Lehrinhalte, ethische und pastorale Führung. Der Brief an die Hebräer, dessen Autor unbekannt ist, richtet sich an verfolgte Judenchristen und fordert sie auf, standhaft in ihrem Glauben zu bleiben. Die allgemeinen Briefe, verfasst von Jakobus, Petrus, Johannes und Judas, bieten praktische Anweisungen und Ermutigung für ein Leben nach christlichen Grundsätzen. Die Apokalypse, das eschatologische Buch, das der Apostel Johannes um das Jahr 96 auf der Insel Patmos schrieb, schließt das Neue Testament mit der Verheißung des triumphalen Sieges Christi und seiner Kirche ab
und bietet Hoffnung und Ausdauer angesichts von Widrigkeiten. Diese Reise durch das Neue Testament offenbart eine offene Einladung an alle, die Gelegenheit zur persönlichen Transformation und Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus. Jeder Mensch wird ermutigt, eine persönliche Begegnung mit Gott zu suchen, die ein erneuertes Leben verspricht, das von Frieden und Sinn geprägt ist. Wenn dieser historische und spirituelle Bericht bei Ihnen Anklang findet, denken Sie daran, tiefer in die Materie einzutauchen und Ihre Glaubensreise mit anderen zu teilen. Amen.